So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind gerade so ein bisschen hier im Untergrund unterwegs und haben uns ein bisschen umgeguckt, haben hier eine riesige Mine gefunden, von der es hieß, man soll auch noch eine Zentralmine finden. Da bin ich auch schon sehr gespannt, ob ich die finden werde, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Und jetzt wollte ich hier noch ein bisschen weiter runter gucken, weil da doch ganz viele Irrlichter sind. Auch wenn ich leider immer noch nicht weiß, was die am Ende bringen. Aber alleine, dass sie da sind, ist sicherlich gut. Insofern kann es nicht schaden, die mitzunehmen. Auch wenn ich, wie gesagt, mir die Bedeutung noch überhaupt nicht bewusst bin, was das, also was die bringen am Ende. Aber ist ja egal. So. Okay, ich denke, damit haben wir die. Dann porten wir uns mal zurück. Und zwar ganz zurück. Ich denke, wir gehen hier jetzt raus. Na? Wir haben gesehen, von hier aus geht's darüber. Da ist dann dieser Spezialdingens und hier drüben wäre die nächste Wurzel und alles cool. Aber ich habe letzten Part schon gesagt, ich wollte auf jeden Fall auch noch hier bei, nee, beim, ach Gott, wir sind viel weiter schon, als ich dachte. Hier beim Spähposten will ich den Schrei noch auslösen, der hier ist. Den haben wir noch gar nicht ausgelöst. Und ich brauche mehr Herzen. Ich brauche ganz dringend, ganz schnell mehr Herzen. Es ist eine Katastrophe, was ich für eine Glaskanone bin. So. In jeder Höhle soll eine mysteriöse Kreatur hausen, die als Mayoi bezeichnet. In jeder. Okay. Auch interessant. Oh, wir können ja mal ein bisschen Sachen lesen übrigens, genau. Habe ich noch nie gemacht. Was die Mayoi mir bringen, weiß ich auch noch nicht, aber diese Kristalle kriege ich ja von denen. So, wo war der Schrein? Da drüben irgendwo, ne? Du hast mir nichts weiter mitzuteilen, denke ich mal. Was konnte ich hier eigentlich beim Essen kaufen? Nicht, dass die zufällig Hyrule-Reis oder sowas haben. Ah, wo war denn hier der Laden? War hier überhaupt ein Laden? Ah ja, hier. Nee, Äpfel kann ich hier nur kaufen. Ah, und die Kleidung. Ich dachte, hier war irgendwie so ein Laden mit Essen, Kram, aber nee. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Dann geh doch ins Labor. Aber guck mal, das ist auch interessant. Ich hatte das letzte Mal das Tor zugemacht und jetzt ist das Tor wieder offen. So, also das interessiert das Spiel auch nicht, ob ich das Tor auf oder zumache. Das speichert er einfach nicht. Okay, ja, wie gesagt, ich will hier zu dem Schrein. Den haben wir noch komplett außer Acht gelassen bisher. Verschwindende Echsen. Man kennt's. So, ich hoffe, der ist leicht, weil es ja eigentlich der erste ist, dem man so begegnet hier, ne? Der dürfte schon nicht riesig schwierig sein. Kioniso-Schrein. Let's go. Warten, ja. Lagerfeuer kennen wir. Okay, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Kampftechniken. Ach, ist das so ein Kampfschrein? Oh, die gibt's auch wieder. Ja, okay.
Ja, okay, ergibt natürlich Sinn. Verrostetes Schwert. Verrostetes Schild haben wir schon fotografiert. Ja, kann ich beides nicht nehmen. Okay, ja, Kampfschreine, alles klar. Der übliche Spaß. Dieser Schrein läutert einen übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Ach, jetzt lerne ich hier, das ist auch wieder so ein... Ah, ja, alles klar. Also, Ziel erfassen. L zur Seite, Sprung zur Seite. Ich mache jetzt mal ein Foto. So. Ja, nach hinten. Mit dem Schild. Okay, da muss ich jetzt meine Waffe wechseln. Perfekter Block. Schild heben, parieren. Das ist was, was ich wahrscheinlich viel zu selten machen werde. Hat gut funktioniert. Oh mein Gott. Mein Gott. Ah, okay. Oh mein Gott, das ist ja kritisch. Du kannst kraftsam einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Das ist einfach gedrückt halten. Ja, ja, okay. So. Okay, also dieses Parieren wird natürlich puh. Zugang zum mindesten Bereich, ja. Eieiei. Eieiei, okay. Mal waffentechnisch. Ah, es ist jetzt auch nichts Besseres da. Großartig. Okay. Bleib mal beim Kurzschwert, was ich aber kurz noch erweitere. Ach ja, genau. Das hieß doch, man kann ein Schild an ein Schwert packen. So. Zack. Sehr interessant. Okay. Truhe mitnehmen, Schrein beenden. Und wir sind glücklich. Juhu. Okay, das ist jetzt nicht so günstig. Dann schmeißen wir das doch gleich wieder weg. Nehmen wir das stattdessen mit. Okay. Prima. So. Nummer 3. Wir sind auf dem besten Wege zu einem neuen Herzen. Okay, Abflug. Horrorblinds. Spezies von Höhlenbewohnern, perfekt an ihre Lichtarme. Ach, das sind die an der Decke, ne? Ja. Was mit dir? Loch war schon vorher da. Ja,
Ja, alles klar. Okay. Gut. Ja. Jetzt ist die goldene Frage, was machen wir jetzt? Ich denke, wir folgen mal der Story, die sie uns so ein bisschen gesagt hat, hey, wir könnten mal zu den Ori gehen, ne? Zu den Orni gehen. Und ich denke, dann gehen wir halt als erstes zu den Orni. So, was soll's denn? Verkehrt ist es sicherlich nicht. Verkehrt ist es sicherlich nicht. Weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwie großartig was finde, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Oh, ein bisschen Hyrule-Gras, okay. Hyrule-Gras natürlich auch nie verkehrt. Okay, in welche Richtung muss ich, wenn ich zu den Orni will? Was ist das? Ich glaube, ich bin richtig, ne? Ja, doch, klar, ich bin richtig. Hier ist der Vulkan. Okay, wir müssen hier längs. Sehr gut. Da bin ich intuitiv ja schon richtig gelaufen. Gebt mir Monstermaterialien. Jawollo. Ach komm. Okay, Monstermaterialien immer gut zu haben. So. Ich denke, wir gehen da lang. Das sieht ganz interessant aus. Ich will nur kurz gucken, ob ich noch irgendwie was Interessantes anderes entdecke. Haben wir Fuchs schon fotografiert? Ich glaube ja. Ja, haben wir. Okay, gut. Bruder! Den habe ich noch nicht fotografiert. So, aber jetzt wird mich interessieren, wie ich die erledigen kann. Also es geht ja dann wahrscheinlich nur mit Pfeil und Bogen, oder? Und zwar... So. Okay, das juckt den überhaupt nicht. Also, ein bisschen halt. Aber er hört auch nicht auf zu brennen noch. Okay. Ah. Muss doch eine bessere Waffe gegen... Es muss doch eine sinnvolle Waffe gegen die geben. Weil das ist ja alles so... So Steinwaffen waren ja nicht so sinnvoll, ne? Probier mal den Bumerang. Das juckt den auch herzlich wenig. Ja. Juckt den alles wenig, dann lass mich ihn halt in Ruhe. Chili. Na komm, ich will jetzt mal erledigen. Dann hauen wir mir halt noch so eine Feuerfrucht ins Gesicht. Bruder, da kam der Nächste.
Hier zumindest der eine macht jetzt einen Abflug. Spurtechse? Hä? Das wollte ich eigentlich lesen. Ah, Hartholzprügel wird da draus, okay. Hohe Haltbarkeit. Ach so, wahrscheinlich weil... Aber schmeiß ihn jetzt mal weg. Den brauche ich wegen Wind. Okay, ich will nur mal wissen. Aber es ist keine... Ja, es ist eine Zweihänderwaffe. Das habe ich befürchtet. Okay. Vogelnuss. Krokwedel, ja. Na gut, wir gehen mal hier rein. Ha! Rhodonit, schön. Schön wertvoll vor allem. Ach komm. Das ist zu hoch. Und dann halt so. Einmal nach oben. Aber da scheint nichts zu sein. Außer eine sehr gut kollisionstechnisch animierte Fahne. Ja, okay. Ach, das hätte man auch mit der Leiter hochgekonnt. Naja, gut. Naja, gut, habe ich nicht gesehen, die Leiter. Ich habe meine eigenen Wege. Außerdem muss ich eh oft genug an den Deckensprung denken. Oh, da drüben wäre auch der nächste Schrein schon. Sollen wir dann doch die... komm, dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Was soll's. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Falsche Taste. Richtige Taste. Sehr schön. Weil die ja schon auch wichtige Materialien geben. Okay. Ja, dann gehen wir zu dem Schrein hier. Zwei Schreine in einem Part. Läuft. Das dürfte mich jetzt auch nichts davon abhalten, zu diesem Schrein zu kommen. Ich wüsste nicht, was mich jetzt noch abhalten soll, zu diesem Schrein zu kommen, denn er ist genau da drüben. Perfekt. Aber dann klettern wir mal hoch. Auch das ist jetzt nicht der große Act hier. So. Wunderbar. Ishodogun-Schrein. Ich hoffe, du bist einfach. Und verlangst nicht 3 Millionen verschiedene Maschinen zu kombinieren. Das, was mich dann komplett überfordern würde. Okay, so. Windkraft. Also wir gehen auf jeden Fall mit Maschinen. Ja. Ach
Achso, der macht das eh überall. Okay, interessant. Aber das ist jetzt auch sehr interessant. Das ist jetzt nämlich scheinbar ohne, dass meine Batterie hier ausgeht. Ne? Ich habe hier keine Batterieanzeige. Der hat das eingeschaltet und das läuft jetzt einfach. So, so. Das heißt, nicht immer tut es irgendwas. Da drüben ist jetzt noch so ein Ding. Da ist eine Truhe an der Seite. Okay. Und da ist das Ziel. Und da ist Wasser. Viel Wasser. Na gut, ich muss mir wahrscheinlich erstmal ein Floß bauen. Ja, okay, das ist jetzt nicht das Problem. Gut, dann einmal raus mit dir nochmal. So. Dann kommst du mal hierher. So rum. Einmal ausschalten. So, einmal hier drauflegen. Und Abflug. Ja, gut. Das ist nicht so gut gegangen. Hoppala. Schalte ich erstmal aus, Kollege. So. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber das hat den Grund, dass ich mit der falschen Waffe da drauf gehe. Dann sollte ich das nicht mit einem Steinding auslösen. Das ist okay. Kann ich akzeptieren. Kann ich akzeptieren? Wir lösen es mit der Fackel aus. So. Also. Mit einem freundlichen kleinen Stupser lösen wir es aus. Let's go. Schön. So. Okay. Was soll ich jetzt hier tun? Kann ich das Ding nicht einfach drehen? So? Nein. Okay, schade. Okay, in welche Richtung will ich, dass er Wind macht? So rüber. Achso, okay, der macht jetzt einfach gewichttechnisch. Ja, das geht auch. Dann machen wir das ganz anders. So, sehr schön. Das war nicht ganz da, wohin ich wollte. Bisschen zu weit geflogen.
Easy. So. Opal. Haben wir jetzt alle Truhen? Yes. Ja, dann geht's nur noch hier hoch. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Ich nehme an, den kann ich einfach unten dran packen oder so. Ja, so in etwa. Oder auch nicht. Braucht's da einfach mehrere von oder funktioniert das anders? Als ich mir das vorstelle. Ja gut, ich kann das Ding bewegen. Wahrscheinlich braucht's einfach mehrere davon. Ja, wir haben ja mehrere davon. Ja, oder man muss hier halt auch richtig anbringen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Guck mal, da bewegt er sich nämlich schon so ein bisschen. Ach, so ein bisschen will er schon nach oben. Er ist noch nicht so, noch nicht so richtig motiviert. Ja, jetzt ist er motiviert. Sehr schön. Jetzt muss er nur wieder runterkommen. Hui. Schön. Ich weiß bis jetzt nicht, wie dieser komische Schrein mit den Trampolinen geht, aber die anderen Schreine laufen bisher. Also es kann doch nicht sein, dass dieser Trampolinschrein so brutal schwer ist und ich bin doch einfach nur wieder dumm gewesen. Aber ich weiß bis jetzt nicht, wie das geht, wie ich da hochkommen soll. Ich weiß es einfach nicht. Es wurmt mich, dass ich den noch nicht geschafft habe. Aber hey, Nummer 4, wir können endlich einen Herzcontainer uns holen, wenn wir irgendwo eine Statue finden sollten, auf dem Weg. Sehr gut. Ich meine, ich könnte mich heute zu einer porten, aber ihr kennt mich. Ihr kennt mich. So. Warum sind jetzt da so Stacheln oben drauf? Das hat mich, habe ich mich schon vorhin gefragt. Oh, gucke mal. Oh, gucke mal. Da kommt mir doch glatt eine Idee. Ja, das ist nämlich eine Truhe. So dachte ich mir das schon. Ah, und hier geht die Batterie runter. Ja, das ergibt Sinn. Also, das heißt, in den Dingern selber kann man die Batterien unendlich nutzen. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist, gut zu greifen, bla bla bla. Der ist schon synthetisiert scheinbar mit irgendwas. Aber ich will jetzt eigentlich gerade nichts hergeben. Bastia. Lassen wir da drin. Okay. Gehen wir weiter Richtung... Da wäre ein Turm. Gebietstechnisch ist es mehr so da, ne? Ja. Da waren mal die Orni hier, ne? Vielleicht sind sie da auch noch so ein bisschen. Aber lösen wir vielleicht erstmal den Turm in dem Gebiet aus, weil ich muss da ja eh durchlaufen. Das ist auch der nächste Turm, richtig? Ja, okay. Dann gehen wir als nächstes zu diesem Turm da.
dann begeben wir uns zu diesem Turm. Was ist da unten? Ah, einfach nur... Ah, da kann man Brot bauen. Okay, ja, ja, ja. Oh. Ha. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust zu kämpfen. Muss ich gestehen. Haben wir die schon fotografiert? Nein, let's go. Oh, hier ist hier richtig viel Stuff. Lauter Äpfel, oder? Bruder, Alter, die... Oh, ich hasse euch, ne? Boah, wie oh. Wie oft die mich noch erschrecken werden, will ich gar nicht wissen. Kann ich den nicht eigentlich... Also, kann ich den irgendwie... Nee. Oh, die sind so nervig. Ich habe einfach keine gescheite Waffe gegen die. Muss man wahrscheinlich mit so einem komischen Flammenwerfer dann ankommen. Ja, komm dann. Dann setz dich da wieder rein und sei glücklich. Ich will noch kurz in den Brunnen gehen. Ich wollte das fotografieren. Ach, der Brunnen selbst? Man kann den Brunnen fotografieren. Okay, sehr interessant. Und die Chili haben wir schon mal fotografiert? Okay, Chili haben wir schon mal fotografiert. Hyrule-Gras. Okay, gucken wir noch hier rein. Okay. Lesen kann man hier was? Dieser Schacht ist gar noch bequemer als erwartet, da er vor Hitze und Kälte gut schützt. Hier benötige ich weder wärmende noch kühlende Zutaten. Höhlen, die durch den Kataklysmus entstanden, haben meine Neugier einfach zu sehr geweckt. Chefkoch, okay. Ich will die Fackel gar nicht schlagen, mein Gott. Mein Gott, da muss ich halt ein Steinding wieder nehmen. Das ist das, was ich so doof finde, dass halt die Sachen auch kaputt gehen, wenn man damit nur was öffnen will. Ich habe halt jetzt keine so Bomben mehr, die ich umsonst einsetzen kann. Na, man hat halt sonst im alten Zelda hat man halt eine Bombe gesetzt und konnte so Sachen aufmachen und hat dafür nichts gezahlt und jetzt ist halt doof. Okay, so, wie komme ich wieder hoch? Hier ist keine Leiter. Muss ich jetzt über den Deckensprung hoch? Okay. Na dann. Dann eben Deckensprung. So. Okay, komme ich an ihm vorbei? Röst-Hyrule-Pilz, okay. Ich habe einfach echt kein Interesse an dir jetzt. Ah, okay, Schleichen klappt zum Glück. Na gut. Ah, den müssen wir fotografieren.
sobald er im Blickfeld ist. Mann! Jetzt habe ich ihn. Ein Rumi! Sehr schön. Die kann man abschießen. Ich weiß, es klingt brutal. Aber die geben Rubine. Das war jetzt nicht so viel. Hallo, na? Diese Mayo ist eben also in Höhlen, ja? Wah! Erschreck mich doch nicht so, ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Bist du etwa auch wegen der Majois hier? Habe ich mir doch gedacht, dass sie dich losgeschickt haben. Es gibt wohl diese Kreaturen, die in Höhlen hausen, man nennt sie Majois. Sie leuchten anscheinend blau und können sich an Wänden festhalten, richtig unheimlich. Da waren zwei etwas seltsame Leute am Stall des Waldes, der liegt in Eldin, nordöstlich von hier. Die beiden wollten, dass ich ihnen was besorge, dass Majois hinter... Ah, Stall des Waldes. Gut zu wissen. Ah, okay, okay. Stall des Waldes sind Leute, die... Okay, okay. Okay, okay. Stall des Waldes in Eldin. Alles klar. Müssen wir uns noch drum kümmern. Aber dann gehen wir erstmal in die Höhle im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.